Hallo und willkommen zur Albenrevue. Im Februar 1985 erschien das achte Album von The Alan Parsons Project mit dem enigmatischen Titel Vulture Culture. Die Musik auf diesem Album beinhaltete Kompositionen, die teilweise ursprünglich für Ammonia Avenue bestimmt waren, als dieses noch als ein Doppelalbum konzipiert wurde. Und doch ist dieses Album hier stilistisch ein großer Schritt in eine neue Richtung und unterscheidet sich an vielen Stellen sehr stark von dem Project-Sound der vorangegangenen sieben Alben. Parsons und Wolfson hatten sicherlich im Sinne, sich den Gegebenheiten der Musikindustrie anzupassen und relevant zu bleiben. Ihre Musik hatte ja bis Ammonia Avenue noch eine Menge Flavor aus den 70ern besessen. Und der Pop-Sound von 1985 war inzwischen schwer saturiert von Madonna und Cyndi Lauper und vor allem The Pet Shop Boys. Dieses Album ist also zu weiten Teilen eine Anpassung des Sounds an diese neuen Realitäten. Ein Versuch, der leider nicht als geglückt bezeichnet werden kann. Vorweg gesagt, meine Kritik hier hat nichts mit dem Sound zu tun. Natürlich ist der Sound auf diesem Album makellos, wie alles, das unter der Hand von Alan Parsons das Studio verlässt. Aber hervorragende Tontechnik macht leider noch kein tolles Album. Und ja, ich muss an dieser Stelle offenlegen, dass das hier mein Schlusslicht in einem Alan Parsons Project Ranking ist. Für mich das schlechteste Album einer ansonsten recht großartigen Reihe. Aber das bedeutet nicht, dass alles hier schlecht ist. Das Line-up hatte sich interessanterweise auch durchaus geändert. Zum einen verzichtete man auf eine zu opulente Auswahl aus Gastsängern, doch Chris Rainbow und Colin Blunstone sind nochmal dabei. Die anderen Songs werden gesungen von David Paton, Eric Wolfson und zum Glück auch einmal noch Lenny Zakatek. An der Gitarre gewohnt Ian Berenson, was vom musikalischen Standpunkt vermutlich das Beste an diesem Album ist. Der Neuzuwachs im Team ist der Multi-Instrumentalist Richard Cottle, der Keyboards und Saxophon spielt. Am Schlagzeug noch immer Stuart Elliott, der erwähnte David Paton am Bass, Eric Wolfson, Piano und Keyboards und Alan Parsons, ein wenig Keyboards, aber vorrangig das Programmieren von Synth-Passagen und Synth-Sounds und natürlich das Engineering. Elliott musste eine Menge 80er Jahre Gated Drum Sounds hier verwenden, also kann man sich gut vorstellen, wie zeitgeistig das ganze Album klingt. Es fällt natürlich auf, dass dies das eine Album ist, das die Band ohne Andrew Powell machte und das ist vermutlich keine so gute Idee. Aber ich vermute, dass zu diesem Zeitpunkt Andrew Powell bereits mit dem Komponieren des Lady Hawks Film-Soundtracks beschäftigt war und einfach keine Zeit hatte. Das hier ist auch das letzte Project-Album, das zumindest am Ende der Signalkette auf analoge Bandmaschinen aufgenommen wurde, obwohl zu diesem Zeitpunkt das Mastering bereits durch digitale Prozessoren lief. In der Zukunft würde Alan Parsons nur noch digital aufnehmen, so wie fast alle anderen auch. Das Album Vulture Culture beginnt mit dem Song Let's Talk About Me, gesungen von David Paton. Und das ist eigentlich ein solider, innovativer Popsong und eigentlich noch eines der Highlights hier. Separate Lives fängt großartig an, wie ein Song von den Blitzkids, wie irgendwas von Visage. Aber dann kommt die Gesangsmelodie und es wird deutlich, dass es nur ein recht langweiliger Popsong ist. In einer Art und Weise, wie Eric Wolfson sie fortan häufig schreiben würde. Man fühlt sich beim Refrain sofort an das deutsche Fernsehen der 80er und 90er Jahre erinnert, mit Vormittagsprogramm für Hausfrauen und einem bürgerlichen Publikum im TV-Studio, das dort mit einem Playback-Tape mitklatscht. Aber manche von euch sind vielleicht etwas zu jung, um sich an das Vormittagsfernsehen zu erinnern. Sich vorzustellen, dass das hier dieselbe Band ist, die iRobot und The Fall of the House of Usher rausgebracht hatte. Days Are Numbers ist der nächste Track auf diesem Album und wird wunderbar von Chris Rainbow gesungen, wobei das Lied kaum seine Stimmqualität herausfordert.
und Eric Woolfson versinkt an dieser Stelle de facto in Schlagermusik. Ein sehr fragwürdiger Hörgenuss. So muss man sich fühlen, wenn man plötzlich entdeckt, dass der eigene Vater vor 30 Jahren in einem Hardcore-Porno mitgespielt hat und man es sich aus Versehen angeschaut hatte. What the fuck? Gefolgt wird der Track von Sooner or Later, gesungen von Woolfson selbst, möglicherweise der schlechteste Song, der jemals unter dem Namen Alan Parsons Project veröffentlicht wurde. Damit endet, recht miserabel, die A-Seite. Also, bis dahin hört sich die Musik weitgehend so an wie eine Kassette, die in den 80er Jahren in einem Autoscooterpark lief. Die B-Seite eröffnet mit einem frischen Lufthauch. Der Titeltrack Walter Culture ist mit Abstand das beste Lied hier auf diesem Album und das einzige, das wirklich mit der Qualität eines iRobot oder Eye in the Sky oder Turn of a Friendly Card mithalten kann. Gesungen wird es von dem großartigen Lenny Zakatek. Dieses Lied hätte ich mir tatsächlich gut auf Ammonia Avenue vorstellen können, zum Beispiel anstelle von Don't Answer Me. Gefolgt wird dieser tolle Song von dem Instrumental Hawkeye, das, sagen wir mal, erträglich ist. Richard Cottle spielt hier einen feurigen Saxophon-Sound, wenn auch sehr klischeehaft. Ich finde nicht, dass dieses Instrumental mit den früheren Alan Parsons Instrumentals mithalten kann. Das Mysteriöse, das Evokative, das Abenteuerliche und das Enigmatische ist verschwunden. Das Lied hat den Vibe eines Songs von Yellow Magic Orchestra, aber ohne den elektronischen Charme dahinter. Das vorletzte Lied auf dieser Platte heißt Somebody Out There und wird von Colin Blunstone von The Zombies gesungen. Das ist eine solide und handwerklich sehr professionell und gekonnt umgesetzte Art-Rock-Komposition. Nicht Hard-Rock, sondern Art-Rock-Komposition. Woolfsons Musical-Tendenzen machen sich hier bereits deutlich bemerkbar. Aber das Lied ist durchaus spannend mit einer treibenden Dynamik. Das Album endet nach der vertrauten Project-Formel. Mit einer Ballade. Hier ist es das von Woolfson gesungene The Same Old Sun. Es ist beinahe unglaublich, dass sie so etwas aufgenommen und rausgebracht haben. Ein weiterer Tiefpunkt dieser Band. Ich meine, so einen Song kann man echt nur ironisch verwenden. Also wenn man zum Beispiel einen Film über die Zombie-Apokalypse dreht und am Anfang zeigt, wie alles den Bach runtergeht und alles zerstört wird. Und dann kann man dieses Saccharin versüßte Stück als Soundtrack verwenden. Für mich gibt es auf diesem Album nur drei Lieder, die ich wirklich verdauen kann. Allen voran den großartigen Titeltrack Walter Culture, der wirklich toll ist. An zweiter Stelle Somebody Out There und wenn ich in der Stimmung bin, halte ich Let's Talk About Me für recht erträglich. Der Rest, Mann. Aber in der Stratosphäre befindet sich letztendlich nur ein Track von diesem Album und das ist Vulture Culture. Übrigens, als dann das CD-Reissue dieses Albums kam, gab es noch einen Bonustrack mit dem Titel No Answer, Only Questions, der es seinerzeit nicht auf das Album geschafft hatte. Also ein Song, der für die Vulture Culture LP nicht gut genug war. Eieiei. Erinnert ihr euch an die Worte von Marlon Brando im Finale von Apocalypse Now? The horror. The horror. Ich gebe diesem Album 2,5 Sterne und ohne den Titeltrack wäre mein Urteil viel, viel harscher. Aber das Album war nicht so erfolglos, wie man an dieser Stelle denken mag. In Europa hat es durchaus einen gewissen Fußabdruck hinterlassen und sich irgendwo in den Charts auch platziert. Aber ich glaube nicht, dass es die Art von temporärer Erfolg war, der irgendwie das Vermächtnis dieser Band positiv zementiert. Damit endete dann eben auch diese ununterbrochene Strecke aus 7 großartigen Alben, die bei dem vorangehenden Ammonia Avenue letztendlich aufgehört hatte. Und das wird der Band auch so ein bisschen bewusst gewesen sein, denn auf ihrem nächsten Album, da strebten sie einen eindeutigen Soundwechsel an, mit mehr oder weniger viel Erfolg. Aber das ist eine Geschichte für ein anderes Video. Das war also Vulture Culture von The Alan Parsons Project aus dem Jahr 1984. Macht's gut.